also ich liebe Nier, aber ich werde es immer lieben. Nee, ich weiß aber schon, dass sich in dem Dungeon schon abgezeichnet hat, dass Nier sehr gern seinen Spielstil mal ein bisschen aufmischt. Ja, genau. Und da fängt das halt an, was mir halt beim Junk-Dings halt nicht so gut gefällt, ist einfach diese Optik. Das dauert lange. Ja, und es ist optisch langweilig und es ist ein recht langes Dungeon tatsächlich. Das Dungeon? Manche sagen das Dungeon. Das Dungeon, ja. Ich sag lieber der Dungeon, aber... Ich sag auch der Dungeon. Ich sag das Dungeon. Aber das ist einer von diesen Streitpunkten. Es ist nun mal kein deutsches Wort, also genau. Was will man dagegen sagen? Ah, ja. Du hast eine Razzia gefangen. Nee, du hast nur den Schwanz gefangen. Ich habe ihr nur den Schwanz ausgerissen. Ja, du musst da rein. Ah, oh, eine Maus. Du. Ich weiß, dass ich da rein muss, aber ist nicht der erste Impuls, dass man sich erstmal umguckt nach anderen Sachen? Das stimmt. Okay, ich gehe da rein, okay? Wenn du nicht so spielst wie Robin, dann ist das für Robin halt ein bisschen schwierig. Leo, du machst es falsch. Das kommt davon, wenn ihr mir immer eine Kontrolle in die Hand gibt. Irgendwann gewöhnt man sich daran, immer in Kontrolle zu sein. Immer. Ich finde, die weiblichen Synchronsprecher im Spiel sind nicht besser als ich. Das ist ja außer keine vielleicht. Das ist ja ein Junge. Achso, ja gut, dann aber es ist deutlich ein weiblicher Synchronsprecher. Was? Das ist eine Frau, die ihn spricht. Hey. I heard you're the guys. Der hat nur für ein Hey gereicht. I heard you guys to talk to if you want. Danke, schön, Leo. Wer ist Jacob? You bet, I'm the finest smith in these parts, usually. And I have the finest parts. See, my brother and I build items from scrap we find in junk heap, but we're a little low on supplies at the moment. Bob's your uncle, Governor. The junk heap. Well, that's just what we call it. Folks say it used to be a military base. I don't know about that, but there's lots of great stuff in there. Like stuff. It's not exactly the safest place in the world, but we gotta eat you now. You now? Where are your parents? Our father died when Gideon was very young, and mom is a slut, whore, ho. She's out right now dirty getting ho. Supplies, but I'm sure she'll be a ho. Mom's been gone for 7 days. When she's coming back? Sollte das auch sonst werden? That's a long time. It's getting harder to find good scrap. She's probably had to go deep into the heap. That's what she said. Yeah. If you know what I mean. I'm so hungry. And look what I can do with my arms. So as long as we bring the materials, you can forge our weapons. Yeah, normally I'd go myself, but it's really dangerous in there now, and so... Fuck it. No problem, we'll do it. What? You will? I need a weapon. And besides, you need inventory for your shop, right? Well, duh. Well, yes, but... It's settled then. What do you need? Well, to improve your weapon, I'll need 3 titanium alloys. $3 million! And 3 wolf pelts. And while you're at it, you can get them from the defense robots around the mountain. But be careful, they are defensive. Here's a map of the complex. You're probably going to need it. You dumbass. And be careful, please. It's gotten real scary in here. Really scary? Like ghost scary? Obtained. Also mit anderen Worten, jetzt im Zeitpunkt kann ich hier weder was kaufen noch upgraden, weil wir müssen erst diese komischen Roboterplatten machen. Genau. Okay, looks like. Die haben halt kein Material, mit dem sie das upgraden können. Okay. So. Beziehungsweise normalerweise hätten sie es, weil halt deren Mutter eigentlich das immer holt, aber die ist ja nicht mehr wiedergekommen. Aber da die Mutter gerade beim Milchmann oder beim Briefträger oder beim Poolboy oder bei jemandem ist. Ja. Soll ich erstmal nach links abbiegen? Ich bieg erstmal. Ich glaube, da kannst du nicht rein. Beim Garbage Man ist er. Wegen, hier kann ich nicht rein, wie ich hier rein kann, Mann. Ich wollte sagen, aber irgendwie kannst du irgendwas, ja genau, da kannst du einfach nichts machen, sowas. Einfach leerer Raum. Love it. Love it. Warum nicht? Ah, ich weiß, langsam entfaltet sich der Reiz von dir. Nee, der hat tatsächlich noch Sinn, der Raum. Oh, Maus. Ah, noch eine Maus. Ratsch. Fieps, fieps, fieps. Nier, die herzbeerweichende Geschichte eines Psychopathen, der gerne Tiere quält. Erste Quest, Frösche aufblasen. Aber was obtainst du dann? Froschgedärme. Nein. Und eine Book. Still operational. Not that we have any idea how to use it. Ruins from ancient times patrolled for eons. Leo. Unstoppable machines. Dialog, ich will auf den Dialog konzentrieren. Das ist so ein erster wirklich bei dem Song wurde das war das ist der wirklich ungewöhnliche. Weil der sehr viele Textstellen hat. Ich lass einfach mal laufen.
Was meinst du jetzt? Ja, bis der Text kommt, dauert es noch ein bisschen. Ja, ich wollte gerade sagen, also aktuell hört man noch gar nichts. Die sind so toll, die Dinger. Nee. Angriffsmodus aktivieren. Man hat uns so scheiße langsam programmiert. Es gibt Wallkicks. Da geht's ein bisschen los mit dem Post. Ja, ich weiß nicht, soll ich in dieses Wallkicks-Tutorial rein? Ja, mach mal, guck mal, will ich auch wissen. Start, dann. Algorithmus und dann zu Tutorials. Items? Ja, Tutorials sind Items hier. Und dann, oder? Wo ist denn jetzt nochmal die Tutorials? So, ja. Bei Memo, da wo es Sinn macht. Wallkicks. Viele Sachen es hier gibt. When you're one mit AirPress, so TNR, yeah. That's good to know. Das ist das der Part, den ich meinte. Achso, doch, das kenne ich aber auch noch. Ich dachte jetzt, das wäre ein Angriff. Alle Knöpfe hört sich so an. Nee, einfach den RT. Wenn er gegen eine Wand hüpft. Genau. Ja. Das meinst du jetzt den Song? Ja, das meine ich. Ich warte darauf, dass Call Me Maybe irgendwann kommt. Soll ich den nehmen oder nehme ich erstmal einen anderen Gang? Ich nehme erstmal einen anderen Gang. Oder auch nicht? Ach nee. Das hat halt diese Denied. Das hat halt perfekt zum Setting passen, diese metallischen Klänge im Hintergrund und dann diese eigentlich unpassende, aber irgendwie wieder gut passende elfische Musik geradezu. Ja, das führt halt dazu, dass der ganze Soundtrack wirkt wie aus einem Guss. Ja, ich weiß wieder, warum mir der so aufgefallen ist, weil das ist der erste Song, der als Vorlage englische Wörter benutzt. Wenn man hinhört, es hört sich sehr, sehr englisch an. Es ist aber kein Englisch. Das hat mich total verwirrt. So eine Überraschung. Ja, wir haben die Musik leider noch runtergemacht, deswegen hören wir es jetzt nicht so laut. Ja, weil hier halt auch noch die Sounds dazukommen. Also. Ja. Dass man die Tutorials hier so kriegt, ist so komisch. Ich weiß noch, das ist das Dungeon, womit man, also es gibt halt so Erfolge für, um sich die Waffe natürlich aufzurüsten und da muss man einfach in diesem Dungeon einfach jahrelang farmen. Das habe ich aber nie gemacht. Er muss auch, also wenn du die Enden mal haben willst, die später, dann musst du das machen. Okay. Aber das wären dann so Sachen, die ich dann privat machen würde. Ich finde übrigens, fand immer komisch, wie ihr Leitern hochgeht. Mit so einer ausgestreckten, flachen Hand, weil er greift nicht wirklich. Das sind zu viele Animationen für mir. Okay, aber hier sind die Animationen jetzt. Also gut, die Jump-Animation sieht dann total weird aus. Die ist so geil. Weil er so aufkommt, er hat so eine, auch so eine Lande. Wenige Spiele haben eine Lande-Animation. Die meisten stehen die einfach. Da geht's so mit den Beinen, mit den Füßen, mit den Händen, auf den Boden, mit den Beinen, mit den Füßen. Was? Ich finde aber schön, wie Grimoire Weiß und Nier jetzt schon so Best Buddies sind. Also die Türen kannst du ja nie durch. Gut zu wissen. Auch gut, dass sie dann da sind und dass sie es ausprobieren können. Aber da ist ein rotes Licht drüber. Ja, das ist wichtig. Das rote Licht, du als Videospieler musst auch wissen, rotes Licht heißt Tod und Trübsal. Ja, interaktives Element bedeutet, entweder die Programmierer haben Interaktivität eingebaut oder sie wollen sie vorkaufen. Naja, vielleicht vertue ich mich. Vielleicht vertue ich mich ja auch und die gehen noch auf, aber ich weiß, ich glaube nicht. Ist ja auch jetzt nicht die Hürde, jetzt weiß ich es ja auch. So, gebrochene Antennen und gebrochene Arme. Das sind halt diese Gegenstände, mit denen man seine Waffen upgradet. Die bekommt man halt. Also, das ist halt, ich glaube, der Ort, an dem man die meisten technischen Geräte findet. Ja, und in diesem Spiel ist es tatsächlich so, dass die Gegner das fallen lassen, was am sinnvollsten bei denen ist. Also eine Ratte wird kein Langschwert fallen lassen. Genau. Deswegen muss man das dann halt hier farmen. Ich habe übrigens null Orientierung. Ja, hast du eine Karte? Ja, aber ich habe auch mit der Karte null Orientierung. Aber hast du schon mal auf die Karte geguckt? Ja. Ja, das ist aber in dem Ort nicht so schwer, die Orientierung zu verlieren, weil halt jeder Raum... Ja, aber ich habe sowieso eine sau schlechte Orientierung. Ich habe es auch in übersichtlicheren Orten, die Orientierung zu verlieren. Du kannst halt nur einen Weg gehen, da zum Glück. Deswegen. Ist das so? Das weiß ich schon nicht mehr. Mir überlege, wie lange es schon her ist, dass ich nie gespielt habe. Ja, ist doch schön dann. Und du wirst noch viel Neues sehen, wenn wir dann den zweiten Playthrough machen. Das kann gut sein, ja. Wirklich viel. Falls. Nee, wir werden auf jeden Fall machen. Naja, erstmal hier durchkommen. Versprech bitte nichts. Okay. Ich würde nämlich gerne auch so Sachen wie Legend of Dragoon durchspielen, aber
macht halt wenig Sinn. Aber meinst du, dass die auf so 300 Zuschauer runterrutscht? Das wäre natürlich traurig. Das kann passieren. Ja, ich möchte auch nicht ausschließen. Also das ist das eines der unspektakulärsten Gameplays, das wir machen tatsächlich. Es lebt halt gerade noch vom Versprechen, dass wir sagen, es wird noch toll. Stimmt. Weil aktuell ist so, das jetzt guck mal auf die Karte, bevor du irgendwo reingehst, dann können wir gucken, wo du lang musst, dass du nicht in die Sackgassen gehst. Aber das wissen wir, Leute, ne? Also, dass es jetzt noch nicht so losgeht, das ist jetzt noch nicht das, was wir... Okay, leider sieht man auf der Karte nicht, wo die Sackgasse ist, deswegen... Lauf einfach. Ja, das wissen wir, ja, wir haben es durchgespielt, wir wissen, dass es zu einem der besten JRPGs der letzten Jahre wird, also... Ich kann auch durchaus sagen, dass es Spaß macht zu spielen, aber das ist natürlich ziemlich irrelevant für die Leute, die zugucken. Vielleicht werden wir in diesem Spiel auch noch öfter die Vorschulfunktion benutzen. Vielleicht benutzen wir die jetzt gerade und die hört jetzt alles gar nicht. Alles möglich. Vielleicht werden wir ja auch einfach bis zum Endgegner vorspulen. So. So, Counter. Bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Da ich diese Folgen schneiden werde, nein. Ach, sehr gut. Ich werde keinen eigenen So-Counter einfügen. Oh. Na, Perspektivwechsel. Pass. Ich finde witzig, dass ihr dann selbst das so anderer machen, Zauber, der... Einigermaßen. Benutzen den Schnellzauber am besten gegen, wenn die Kugeln benutzen, ne? Ja, du kannst aber auch einfach ausweichen. Du kannst auch drüber springen, ne? Auch wenn es momentan nicht so aussieht. Aber ich meine, wenn die halt die Kugeln benutzen, dann ist das das Beste. Musst du aber nicht machen. Ja, ich weiß doch, aber ich sag doch nur, er kann. Ich bin auch nicht der Meinung, dass das Beste ist. Ich finde Ausweichen meistens sogar einfach. Später gebe ich dir recht, wenn so die Kugeln kommen, wo du eigentlich nur noch Kugeln siehst und keinen freien Weg mehr. Und dann musst du zwischen helle und dunkle Seite wechseln und dir. Achso, war hier noch irgendwas, oder? Nee. Okay. Ja, ich weiß auch noch nicht ganz, wie gut ich langfristig diesen Spielwechsel zu Shoot'em'up und anderen Genres finden werde. Aber das werden wir dann ja sehen, ne? Dass er jetzt erstmal noch ein bisschen auf mich zukommt. Also es ist vor allem. Es ist vor allem das Shoot'em'up, was halt. Die Elemente hier Light für ja. Gegner, nee, das Muster war das und sowas. Falsche Seite, da bist du ja gekommen. Das aber war links. Das da ist rechts. Doch. Da warst du noch nicht. Ah ja, okay, gut. Jupp, jupp. It seems we have been shut in. Oh no, they didn't. Danke, Leo, mach das Spiel ein bisschen langsamer. Ja. Zieh jetzt da so lange drauf, bis die Zeitlupe den Gegner preisgibt. Und dann schieße ich voll gegen den einzelnen schmalen Posten. Ich wollte gerade dringend nötig, dass das Spiel ein bisschen langsamer wird. Muss man kurz auschecken. Mann, wie er hier sein Handy nicht ausmacht während der Aufnahme. Schon ein bisschen deprimierend, oder? Bitte mal alle beschweren. Wer ist es denn, Robin? Deine Mama. Dafür. I swear on me mom. Schön. Man benutzt sich eigentlich nicht öfter Dark Hand, das ist so geil. Ja, vor allem trifft es in der Regel auch alles, was so ungefähr vor dir steht. Ja, und hinter mir und überhaupt. Ja, du musst nicht so ganz genau zielen. Und das one-hitted die. Ja, wirklich, ich bin so ein Trottel. Und das hat dabei noch Style und überhaupt. Und das sieht ziemlich cool aus und ja. Ja, die Dark Hand ist auch nur so eine, ich glaube, da kommen auch einfach mehrere Fäuste. Oder die wird größer, wenn du das auflädst. Okay, manchmal fail ich auch. Soll vorkommen. Ich habe mich doch vorher umgedreht, was ein das Scheißspiel. Ja, gibt halt keinen Lock-on, ne? Oh, noch in einem Raum. Stimmt, die Hand ist da ziemlich effektiv, weil die alle so nah sind. Ja, das haben wir in der Zwischenzeit auch ordentlich rausgefunden, danke. Robin, ist doch übrigens stimmt, ich habe doch nicht gesagt, oh Mann, ich habe was entdeckt. Ich habe doch nur gesagt, ach so, ich erinnere mich gerade. Da, du hast. Ach ja, stimmt, wir hatten gar kein Ziel, wir mussten ja nur. Naja, aber die sind dann. Genau, jetzt kommen sie wieder zurück. So war's. Und jetzt soll ich zurück zum Shop? Ja. Okay. Aber war hier nicht nochmal mehr drin? Ja, ja, aber später. Okay. Es fällt mir doch an, das ist um einiges später. Oder ist es genau jetzt, ich weiß nicht. Um einiges später. Rechts unten später? Oder? Ja, ja. Das wäre ein schöner Schnitt. 5 Minuten später. Ah, der Endboss. Hm. Ah, vom Spiel. Nee, dieses Dungeons. Dumm. Das kann man jetzt vorspulen zum Beispiel, über zurückrennen zu dem. Ja, Leo. Ja, hier bestimmst du doch nicht, wo man vorspult und wo nicht. Ja, aber das, also. Ich höre meine eigene Stimme sehr gerne und da ich hier jetzt weiterreden werde, dumm. Das ist Reden. Ja, das ist für mich Reden. Dumm. Das ist schon la, tiefe la, la. Ja, die Hintergrundmusik von...
Wo waren das nochmal? Wo waren die Hintergrundmusik? Final Fantasy 13, 2. Genau! La, la, la. La, la, la. Das ist eine schöne Vorspielmusik. La, la, la. La, 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 la. Ne, jetzt Anno 1602. La, la, la. Was? Ich habe gerade plötzlich die Anno 1602 Musik gelallert. Das habe ich nicht rausgehört. La, la, la. Das ist auch sehr schwer, wenn gerade dein Gehirn dabei ist zu implodieren. Nee, das ist auch immer noch nicht an. Ja, gerade hatte ich die nicht jetzt. Du bist hier. Robin. Achso. I'm lonely, I wanna go find my mom. Der hat eine Stimmetransplantation gehabt währenddessen.